Vielen lieben Dank, Alien Oid, für dein Follow. Vielen lieben Dank. Also, wenn wir das nächste Mal sehen, können wir das natürlich euch auch sagen. Wir müssen nur sagen, ey, ich bin der und der. So, also, es startet hier jetzt die Teamauswahl, wenn ich das richtig sehe. Und zwar... Die Nuss hat einen Raichu, einen Postrelka, einen Lapras, einen Bisaflor, einen Morlord und einen Vulnuna dabei. Die Frage hier ist jetzt, was das Bisaflor für eine Quick Attack hat, sonst ist eigentlich alles recht klar, meiner Meinung nach. Ja, Opa Shop leider jetzt nicht übertragen, aber hat ein Mantax, ein Vulnuna, ein Bisaflor, ein Morlord, ein Postrelka und einen Landwurm dabei. Also beide schon recht, sag mal, normale Teams, ziemlich... eigentlich nur Meta-Pokémon dabei. Das Lapras sieht man relativ selten von The Nut, aber ich... Ich hatte meinen Lapras jetzt auch dabei. Ich habe es eigentlich nie effektiv benutzen können. Ich habe es einmal dabei gehabt und da hat es auch wenig gemacht. Das ist, hatte ich mir mehr erhofft. So ein Nischen-Pokémon. So, es geht jetzt schon los. Wir haben als Startmatch Landwurm bei Opa Shop und Morlord bei der Nuss. Genau, Landwurm gegen Morlord. Da hat Morlord schon ist hier klar, dass... bessere Pokémon für das Matchup, weil es einfach den Typen Vorteil hat. Wobei es durch die Aquaknarre aber auch extrem viel Schaden jetzt genommen hat. Genau, aber er hat auch schon eine ganze Attacke aufgeladen. Jetzt wurde hier gewechselt auf das Bisaflor. Jetzt hat er die Nuss eben den Vorteil, dass Opa Shop zuerst gewechselt hat, weil er eben in einem schlechten Matchup war und deswegen konnte er einfach Counter switchen. Genau, und jetzt von der anderen Seite wurde Vulnuna eingewechselt. Das Feuer gegen Pflanze erklärt sich von selbst. Feuer ist stärker. Dann kommt halt noch dazu, dass es Psychoschock hat, als was eine Psychoattacke ist. Aber Bisaflor im Gegensatz zu Meganium hat eben noch den Gift-Zweit-Typ. Genau, weshalb das Psycho auch sehr effektiv abbekommt. So, und jetzt nach Bisaflor. Jetzt noch wurde ganz knapp sogar noch einen Psychoschock bekommen. Das wir müssen uns irgendwie besser absprechen. Ja. Aber ja, Landon wurde eingewechselt, Psychoschock wurde ausgeführt und Landon hat nochmal sehr einiges an Schaden bekommen. Jetzt wird gerade überlegt, welches Pokémon als nächstes eingewechselt wird und das war ein Bisaflor. Der Bisaflor ist in jeder Hinsicht eigentlich gut gegen Landhorn, weil es einfach alle Attacken, die Landhorn hat, resistet. Jetzt wurde trotzdem die Hydro-Pumpe geschildert, weil die Nuss scheinbar gedacht hat, das würde einfach zu viel Schaden machen. Jetzt farmt er Energie. Außerdem hatte er zwei Schilde, hat er noch zwei Schilde gehabt, so wie sein Gegner auch und ich denke, er... wollte nicht aufs letzte Matchup setzen. So, da kommt ein Postelka rein. Das ist weil er jetzt aber noch die eine weitere Ladeattacke von Landhorn befürchtet hat, hat er dann doch noch mit einer Frenzy Plant gefinisht. Genau. Jetzt nach kam Postelka rein. Das ist sehr gut gegen Bisaflor. Deswegen wurde auch direkt wieder ausgewechselt in Morlord. Das ist ein... Ist ja. Eigentlich ziemlich neutral. Ist ein ziemlich neutrales Matchup. Wobei kommt ich sogar sagen würde, Morlord hat da den Vorteil, weil Forstelka nur nicht sehr effektive Ladeattacken hat, solange es nicht Erdbeben hat. Genau, und zusätzlich lädt halt Morlord schneller auf. Sehr viel schneller, weil es hat halt Lehmschuss. Forstelka hat Käferbiss. Käferbiss ist ähnlich wie einfach nur Biss. Es macht gut Schaden, allerdings erzeugt es recht wenig Energie. Lehmschuss hat eben die Eigenschaft, dass es eine sehr schnelle Sofortattacke ist, wenig Schaden macht, aber sehr viel Energie erzeugt. Genau, jetzt haben wir gesehen, am Ende kam noch das Erdbeben raus und gab kein Schild mehr. Damit war das Match entschieden. 1-0 für The Nut. Ein Applaus von allen Umliegenden. Und ja, wie man hier im Cup auch häufig gesehen hat, wäre das erste Matchup... wer im ersten Matchup ein besseres Matchup hat, gewinnt häufig das ganze Match. Ja, also es hängt sehr häufig wirklich vom Opener ab. Genau. Und jetzt wird sich hier nochmal das Team neu angeschaut. Mit dem Opener, das Problem ist dann halt, dass man zuerst auswechseln muss oder das Pokémon opfern und dann kann der Gegner einfach Konter wechseln. Leider können wir nur sehen, was auf dem einen Bildschirm abgeht und nicht, was auf dem anderen passiert, aber es gucken wir sehen sich beide gerade die gegnerischen Teams an und ja, ich denke, dass The Nut nicht unbedingt viel an seinem Team ändern wird. Das bezweifle ich auch. Weil zum einen hat es gerade eben schon funktioniert, zum anderen sind die anderen Pokémon, die er dabei hat, also Lapras und Raichu sind jetzt nicht die Haupt... Das war eben auch schon genauso, ne? Nur andere Reihenfolge. Genau. Das ist häufig so. Man nimmt ein Team, was eben liegt, und benutzt das ganze Turnier über. Außerdem
Was hinzukommt, die anderen beiden Pokémon, Raichu und Lapras, sind jetzt nicht die Hauptmeta-Pokémon, wodurch sie wahrscheinlich insgesamt weniger Raichu einsetzen. Raichu würde ich schon sagen, dass es recht gut ist, weil es halt die ganzen Wasser-Pokémon außer jetzt explizit Morlord und Lanturn besiegt. Und eben Glurak auch, was eigentlich der einzige Feuerangreifer ist, außer Vulnona, der wirklich irgendwie relevant ist. Das stimmt zwar, aber der Gegner hat einen, ich glaube, ein Vulnona, kein Glurak, und zusätzlich kommt hinzu, dass, also ich habe selbst im Turnier seltener gegen einen Raichu insgesamt gespielt und wenn, wurde es nicht einmal eingesetzt. Vielleicht lag das an meinem Team, aber insgesamt. Ich habe meinen Raichu tatsächlich ein, zwei Mal benutzen können und da war es auch gar nicht mal so schlecht. So zum Beispiel der Stromstoß, der macht auch gegen Morlord trotzdem Resist sehr viel Schaden. Ja. Deswegen so, lohnt wir es sollten sich dann mal wieder zurück zum Match gehen. Ja. Wir haben gerade Bisaflor gegen Bisaflor. Das war am Anfang ein Vulnona gegen, jetzt habe ich das andere, ein Vulnona gegen Mantax. Da wurde dann auf Bisaflor gewechselt und am Ende dann auch vom Gegner das Bisaflor eingewechselt. Es wurde hier jetzt ein paar Mal geschildet und auch geschild baitet. Jetzt wird hier Flora-Statue eingesetzt statt Matschbombe, weil wie man jetzt gesehen hat, reicht das auch so, um das gegnerische Bisaflor zu finishen. Und außerdem kostet es weniger Energie, weshalb es eben weniger Auswirkungen hat, sollte der Gegner schielen. Genau, jetzt wurde von der Gegenseite Mantax eingewechselt, hatte das direkt Problem, die Ladeattacke und konnte direkt das Bisaflor finishen, weil kein Schild mehr übrig war. Das Problem, was Felix hier jetzt hat, ist halt, dass er keine wirklichen Konter gegen Mantax hat. Er hat zwar die Steinkante auf dem Morlord, aber das war es auch wieder und es ist noch ein Schild vorhanden. Außerdem hat das Mantax ja auch noch Ladeattacken, die es raushaut und eventuell, was ich mir jetzt gut vorstellen könnte, dass jetzt noch die Steinkante folgt, die wird geschildert, aber dann reicht es bei Mantax zuerst für die nächste Ladeattacke. Genau, ich denke, wenn jetzt... Oh, es wurde nicht mal geschildert, aber das ist spannend. Verwunderlich, aber jetzt wurde ausgewechselt und es kam ein Vulnona. Jetzt kommt, denke ich, direkt das Eroas und... Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht mal unbedingt so verwunderlich, weil es durchaus sein könnte, dass der Gegner Matschbombe hat und er eventuell das erwartet hat. Es macht zwar auch viel Schaden, aber nicht so viel wie eine Steinkante. So, jetzt haben wir hier Matchup Vulnona gegen Morlord. Morlord kann hier, denke ich, schon fast farmen und kann das dann direkt gegen das gegnerische Morlord eine Ladeattacke einsetzen und das direkt finishen. Das sollte Andy soweit eigentlich im Jetzt farmt er haben. Nicht mal die Energie, er nutzt einfach die Steinkante, weil es eigentlich recht egal ist. Ja, ich denke, er wird die Steinkante auch schon fast wieder ready haben. Muss sie halt nur vor dem Gegner am besten ready haben. Hat auch. Wenn das jetzt ein Erdbeben ist, reicht es auf jeden Fall. Bei Steinkante wird überlebt, aber es ist ein Erdbeben und es steht 1-1. Das ist GG für Andy. Okay, dann... Zwei Schritte zurück, Dominik. Dann, noch leiser geht wahrscheinlich. Also wir haben gerade gehört von den Teilnehmern, dass sie uns hören. Ja. Er wirft eine Münze, wer im nächsten Match den Vorteil bekommt. Felix hat Kopf gewählt, es kam Zahl raus und... Andi bekommt den Vorteil. Nein. Es ist all stream. So, Felix, kannst du gleich mal irgendwie mit so Daumen hoch runter sagen, ob du uns hörst von den Kommentaren her? Wenn du beide aufhast. Hörst du uns hörst so du oder so? Ist das... okay. Also ich habe das vorhin auch gehört. Was hat das mit den Klammern auf sich? Wer ist Tim? Ah. Was hat das mit den drei Klammern auf sich? Oh. Das hatte nicht mal einen Doppelpunkt. Aufpassen, das nächste Match geht los. Wir haben als Starter Lapras gegen Lanturn. Es ist jetzt wieder favorable für Andy. Genau. So, wir wechseln jetzt sofort das Morlord rein. Quacksire. Es kommt jetzt ein Wechsel auf den Gegner. Counter Switch in Bisaflor, das genau, ist verloren das für Morlord. Das war zu erwarten. Jetzt kommt er zu einem Erdbeben. Der Gegner wird wahrscheinlich... Oh, er hat nicht es wurde nicht geschildert. Ja, gut. Das ist tatsächlich ziemlich gut für Felix. Jetzt hat es, glaube ich, kurz gehangen, aber wohl auf beiden Seiten. Ja, das wird jetzt ziemlich sicher nicht geschildert, weil...
Und doch. Es wird geschildert. So, Felix spekuliert wahrscheinlich darauf, nochmal das Bisaflor mit den Lebensschüssen fertig zu bekommen. Und ja. Und er hat sogar, hat sogar noch eine Ladeattacke über. Deswegen und hat eine Ladeattacke. Er sitzt in einer ziemlich guten Position, das heißt, weil er jetzt eigentlich entscheidet, ob. Also er kriegt jetzt einfach den Schild noch weg von Andi, weil es muss eigentlich geschildert werden. Das stimmt. Er hat sich hier zwar für die falsche Ladeattacke entschieden, aber das weiß Andi ja nicht. Und Gott Andi sei Dank. Hat direkt geschildert, ja. Es, da hätte so. Felix Krokodiltränen geweint, wäre das jetzt nicht geschildert worden. Ja. So, jetzt haben wir das Mantax. Die Frage ist, was wechselt Lapras, er ein? Dieser Flor sind beide eigentlich ziemlich neutral dagegen. Dieser Flor kriegt nur mehr Schaden. Ja, und er wechselt Lapras ein. Vielleicht wollte er Bisaflor auch noch nicht auswechseln, weil der Gegner noch nicht wusste, dass er noch ein Bisaflor hat. Und jetzt kommt der Switch, der, weil er eben noch das letzte Pokémon kannte. Also das war eigentlich ziemlich gut. Genau, das war schon. Braucht er eigentlich auch gar nicht schilden, Taktik, weil egal welche Ladeattacke jetzt von Landhuren kommt, sie macht nicht so viel Schaden. Genau. Donnerblitz wird halt resistet. Gut, hat ordentlich Schaden gemacht, aber das ist okay. Ich denke, dieses Match ist schon so gut wie gelaufen. Aber wir schauen uns den weiteren Matchverlauf an. Felix hat hier noch ein bisschen gewartet, bis er eine Attacke macht. Ich würde sagen, Felix gewinnt. Ja, wurde auch noch nicht geschildert. Ja, okay. Aber da Felix der Einzige ist, der auf uns hört, werde ich hier halt keine genaueren Details rausgeben. Ah, der Felix nicht hört mehr. Uns nicht mehr. Er das hat jetzt seine Metal-Musik bekommen. Dann schauen wir uns das restliche Match an. Also dieser Floor wird jetzt auf jeden Fall noch K.O. gehen, bevor es noch eine Fauna-Statue genau, bekommt. Und jetzt kommt jetzt das letzte vom Pokémon Lapras rein. An. Und ja, da Lapras noch einen Drachenpuls statt Eisstrahl. Ja, und was hinzukommt, Lapras hat noch ein Schild, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat es. Damit sollte das Match auf jeden Fall. Ich frage mich nur gerade, warum er jetzt noch nicht geschildert hat, da ja sowieso nur Eisstrahl höchstens kommen kann und das wird wahrscheinlich stylisch am Ende mit einem Schild gewinnen. Es ist ja ziemlich frech hier eigentlich, schon dreist. Aber er kann sich nach dem momentanen Matchverlauf leisten. Ja, jetzt finisht er einfach mit Surfer. Ich denke, der Surfer könnte noch nicht genug sein, aber es war ausreichend und Felix gewinnt. Es wird ein knapper Sieg für Felix. Gut, das war auf jeden Fall das, was er wollte. Ob er es jetzt bekommen hat, bin ich mir gerade nicht sicher.